Die meisten größeren Unternehmen betreiben ein Risikomanagement, insbesondere wenn sie aufgrund ihrer Größe oder Struktur unter das Kontra G fallen, also das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Allerdings beschränkt sich das Risikomanagement oft auf ein finanzielles Risikomanagement und die nicht finanziellen Prozessrisiken werden nur stiefmütterlich behandelt. Dabei lohnt es sich wirklich, drei generische Prozessrisiken genauer anzuschauen, da sie sofort Raum zur Prozessverbesserung bieten. Welche drei generischen Prozessrisiken das sind, ist Thema in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was sind denn bitte generische Prozessrisiken? Das sind Prozessrisiken, die in jedem Unternehmen und in jedem Prozess vorkommen. Diese Risiken kommen also auch bei Ihnen vor. Das Tolle an diesen generischen Prozessrisiken ist, dass sie sofort und unmittelbar Raum für Verbesserungen bieten und sich damit relativ einfach der Einstieg in die Prozessoptimierung schaffen lässt. Ich verwende drei generische Prozessrisiken auch in meinem eigenen Unternehmen, weil sie mich immer wieder daran erinnern, dass ich doch wirklich auch an meinen eigenen Prozessen arbeiten sollte. Das erste generische Prozessrisiko lautet, der Prozess ist ungesteuert. Was bedeutet das genau und worauf zielt das Risiko eigentlich ab? Der Prozess wird Tag ein, Tag aus durchgeführt, aber es gibt keinen klaren Prozessverantwortlichen, der seiner Rolle gerecht wird oder gerecht werden kann. Es gibt keine klaren Prozessziele und auch keine Prozesssteuerung mit Hilfe von Prozesskennzahlen. Was wäre zu tun, damit Sie dieses Risiko jetzt mitigieren, also in den Griff bekommen? Erstens, Sie sollten einen Prozessverantwortlichen bestimmen, der nicht nur Pflichten hat, sondern besonders im Verhältnis zu den Linienführungskräften echte Entscheidungsbefugnisse. Also keine Papiertiger bitte. Was die Aufgaben und Pflichten eines starken Prozessverantwortlichen ausmacht, finden Sie hier in diesem Video. Setzen Sie Prozessziele als zweiten Baustein, natürlich abgeleitet aus den Unternehmenszielen. Nur wenn es Prozessziele gibt, die noch nicht erreicht werden, gibt es auch einen Grund für die Verbesserung des Prozesses. Sonst ist ja alles fluffig und jeder hat sich wohlig eingerichtet und alles läuft doch irgendwie. Ja? Das ist immer genau dieses Problem. Wie man Prozessziele setzt und worauf es darauf ankommt, sehen Sie nochmal genau auch in diesem Video. Da habe ich es nochmal explizit erklärt, eben die einzelnen Schritte zum Setzen von guten Prozesszielen. Zusammengefasst zum generischen Prozessrisiko, der Prozess ist ungesteuert. Es geht darum, den Prozess zu führen und zu steuern, mag er in seinem jetzigen Ist-Zustand auch noch so schlecht laufen. Sie brauchen einen Verantwortlichen und eine Zielrichtung. Darauf kommt es also in allererster Linie eben bei diesem Risiko mit drauf an. Das zweite generische Prozessrisiko lautet, der Prozess ist ineffizient. Dadurch, dass sich aus der Behandlung des ersten Prozessrisikos Prozessziele ergeben, die derzeit vielleicht auch noch nicht erreicht werden, ist unmittelbar klar, dass er ineffizient läuft. Denken Sie dabei an einen Produktivitätsfortschritt in Höhe von mindestens der Inflationsrate. Wenn Sie die Preise für Ihre Produkte nicht einfach erhöhen können, weil Ihre Kunden sonst bei der Konkurrenz kaufen, dann müssen Sie produktiver werden und zwar in Höhe der Inflationsrate, wenn Sie Ihre bisherige Marge behalten wollen. Bäm, das knallt natürlich jetzt richtig rein. Ne? Das macht auch keinem großen Spaß, gerade bei den jetzigen Inflationsraten. Viele Unternehmen lösen also Prozessprobleme, speziell im Bereich von Verwaltung und Bürotätigkeiten, also Angebote schreiben, Rechnungen buchen und ähnliche Sachen, indem sie Mitarbeiter einfach einstellen. Damit sollen steigende Volumina, also mehr Rechnungen müssen gebucht werden, mehr Angebote müssen geschrieben werden und ähnliches. Also solche steigenden Volumina oder andere Schwierigkeiten im Prozess werden durch Mitarbeiter einfach gelöst. Sie werfen also Menschen auf das Problem und lösen dabei nicht die Grundursache. Zum Beispiel, wie kann man es leichter gestalten, kann man es digitalisieren, kann man Medienbrüche rausnehmen und ähnliche Sachen. Um das Risiko der Prozesse ineffizient zu mitigieren, sollten Sie also regelmäßig über Prozesskennzahlen sprechen und gemeinsam mit den Mitarbeitern in regelmäßigen KVP-Sitzungen den Prozess wirklich optimieren. Ein Beispiel anhand der Lean-Verbesserungskarte habe ich hier in diesem Video vorgestellt. Schauen Sie sich das mal an, damit kann man seine Prozesse leicht verbessern und vor allem auch seine Mitarbeiter aktivieren, dass die auch mal den Kopf mit einschalten und drüber nachdenken, was können wir denn eigentlich alles tun, damit es irgendwo leichter läuft. Also, mit dem generischen Prozessrisiko können Sie die kontinuierliche Verbesserung an den Prozessen endlich zum Laufen bekommen. Und jetzt kommt als drittes generisches Prozessrisiko noch ein ganz fieses dazu. Es lautet, das Prozesswissen ist singulär. Und beschreibt also den Umstand, dass es nur eine Person gibt, einen Leistungsträger, einen Kompetenzträger, der einen bestimmten Sachverhalt bearbeiten kann. Wenn diese Person jetzt unvorhergesehen ausfällt, dann haben Sie ein echtes Problem. Jetzt denken Sie mal an kleinere Unternehmen wie Handwerksbetriebe. Ja? Bei wie vielen kommt es dabei vor,
dass bestimmte Angebote oder bestimmte Aufgaben nur der Chef erledigen kann. Ja? Oder bestimmte Projekte kann nur die Frau Meier in den Griff bekommen. Sie wissen ja aus meinen anderen Videos, die Frau Meier, die hat es drauf. Ja? Die Frau Meier. Der Punkt ist, sich mit dem generischen Prozessrisiko können Sie auch Ihre Prozesse systematisch hinterfragen, ob es wirklich zu jedem Schritt in dem Prozess eine zweite Person gibt, die im Zweifel als Vertreter sofort einspringen könnte. Und in Verbindung mit der Skills-Matrix ist das natürlich ein extrem wertvolles Werkzeug für unmittelbare Prozessstabilisierung. Zum Thema Skills-Matrix habe ich hier auch noch ein vertiefendes Video mit drin. Wem dieses Stichwort jetzt noch nichts sagt, das ist also ein Werkzeug zur systematischen Weiterentwicklung Ihres Teams und seiner Fähigkeiten. Wie nutzt man jetzt diese drei generischen Prozessrisiken in der Praxis? Also viele Prozessmanagement-Suiten haben ja ein GRC-Modul. GRC ist die Abkürzung für Governance, Risk and Compliance. Und im Kern können Sie damit Ihr betriebliches Risikomanagement direkt in Ihrer Prozessmanagement-Suite mit aufbauen. Das heißt, Sie verbinden Risiken direkt mit den Prozessen. Und dadurch, dass Sie eben diese Risiken mit den Prozessen verbunden haben, also über eine Datenbank, über ein Repository, können Sie auch die entsprechenden Kontrollen an die Risiken anheften und sehen eben, ob dieses Risiko durch eine Kontrolle, durch eine Maßnahme eben entsprechend mitigiert worden ist. Und über die entsprechenden Auswertungen haben Sie dann auch einen Blick und eine Übersicht, auf einen Blick tatsächlich, wo Sie eben aktiv werden sollten oder wo Sie vielleicht noch Lücken haben, diese drei generischen Prozessrisiken entsprechend in den Griff zu bekommen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal an einem Beispiel der BPM Suite Adonis. Wir sind jetzt in der Business Process Management Suite Adonis von der Firma BOC. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Suiten am Markt und ich habe jetzt hier, um Ihnen das zu zeigen, mit den Prozessmanagement Risiken einfach eine kleine Prozesslandkarte erstellt. Wir haben hier vorne einen Status, nämlich ein Bedarf ist vorhanden. Dann machen wir Marketingtätigkeiten, ich nenne es immer Sichtbarkeit herstellen. Und als Ergebnis dessen bekommen wir Anfragen von Interessenten. Das kann zum Beispiel ein Anruf sein oder eine E-Mail oder etwas Ähnliches. Aufgrund der Anfrage wird dann ein Angebot erstellt. Das Angebot ist dann mit dem Status verschickt. Nach dem Angebot wird der Auftrag wirklich akquiriert und am Ende des Prozesses haben wir den Vertrag unterschrieben und damit den Auftrag gewonnen. Wie kann man jetzt die Risiken entsprechend an die Prozesse, das hier sind die Prozesse, auch entsprechend mit anhängen? Mit einem kleinen Doppelklick drauf gehen wir hier unten auf Risiken. Jetzt kann ich entweder ein neues Risiko anlegen, das habe ich für Sie schon mal erledigt. Wir können einfach die entsprechenden Risiken mit anfügen. Zum Beispiel der Prozess ist ineffizient, der Prozess ist ungesteuert und das Prozesswissen ist singulär. Jetzt können wir noch an dem Prozess die entsprechenden Kontrollen hinterlegen. Auch dafür habe ich schon was vorbereitet. Zum Beispiel wird dieser Prozess durchgeführt von einem Mitarbeiter. In diesem Fall wäre es eben der Herr Huber. Prozesswissen, Herr Huber. Okay, wir speichern das Ganze jetzt. Und für die anderen Prozesse habe ich das bereits für Sie mit vorbereitet. Um jetzt eine entsprechende Auswertung durchzuführen, können wir auf die Analyse gehen. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier Testrisiko eine Analyselandkarte erstellt. Ich habe auch schon die ersten Objekte hier mit reingezogen. Also wir haben unsere drei Prozesse, Angebot erstellen, Auftrag akquirieren und Sichtbarkeit herstellen. Und ich habe die entsprechend generischen Risiken auch mit hier in diese Analyse mit reingezogen. Nämlich der Prozess ist ineffizient, der Prozess ist ungesteuert oder das Prozesswissen ist singulär. Welche Kontrollen haben wir jetzt dafür? Wir haben zum Beispiel, der Prozess ist in den KVP-Zyklus eingebunden. Das bedeutet, dass dieser Prozess regelmäßig eben verbessert wird, dass es regelmäßig angeschaut wird, wie können wir eben bestimmte Dinge in dem Prozess verbessern. Prozessmonitoring ist aufgebaut, das ist die Kontrolle eben zu dem generischen Risiko. Der Prozess ist ungesteuert, das bedeutet eben, wir schauen uns regelmäßig Prozesskennzahlen an. Ein Prozessverantwortlicher nimmt seine Rolle als Prozessverantwortlicher wirklich wahr und kann eben entsprechend auch die Auswertungen selbst erstellen. Und dann haben wir die drei generischen Kontrollen hier drin, zum Beispiel Prozesswissen Frau Meier, Prozesswissen Frau Schmidt und Prozesswissen Herr Huber. Wenn wir jetzt hier reingehen, wollen wir natürlich auch eine entsprechende grafische Übersicht haben. Das können wir machen, indem wir auf Kontrolle Prozessrisiko reingehen. Und das Ganze vielleicht nochmal aktualisieren. Dann sehen wir jetzt hier oben in den Spaltenüberschriften, der Prozess ist ineffizient als eines der generischen Risiken, der Prozess ist ungesteuert und das Prozesswissen ist singulär. Dazu haben wir hier in den Zeilen unser Angebot erstellen, den Auftrag akquirieren und die Sichtbarkeit herstellen. Jetzt können wir zum Beispiel sehen, dass das Risiko, der Prozess ist ineffizient,
für den Prozess Angebot erstellen, schon mitigiert worden ist, indem wir hiermit eine Kontrolle dran haben. Zum Beispiel, der Prozess ist in den KVP-Zyklus eingebunden. Das gleiche hätten wir auch mit der Prozess ist ungesteuert und wir haben drei Personen hier mit drin, die das Prozesswissen über diesen Prozess haben. Das heißt, dieser Prozess kann eigentlich so gedanklich abgehakt werden. Er ist eigentlich relativ gut gemanagt. In den anderen beiden Prozessen habe ich das jetzt ein bisschen so angepasst, dass wir eben sehen, okay, den Auftrag akquirieren macht eben zum Beispiel nur die Frau Meier. Das heißt, hier wäre das Prozesswesen eben tatsächlich noch singulär, weil wir nur eine einzige Person haben, die das entsprechende Wissen über diesen Prozess hat. Das gleiche auch bei Sichtbarkeit herstellen, das macht nämlich gerade Herr Huber, haben wir gerade eben gezeigt in der Prozesslandkarte, wie wir das, die Kontrolle an diesen Prozess anheften können. Die beiden anderen Felder hier bei dem Risikoprozess ist ungesteuert, sind entsprechend leer. Das bedeutet, diese Risiken haben noch keine Kontrollen. In diesem Fall hätten diese Prozesse eben tatsächlich noch keine gemanagte Vorgehensweise, zum Beispiel, dass wir regelmäßig Kennzahlen erheben und sie anschauen oder eben, dass wir auch diesen Prozess regelmäßig in die KVP-Zyklen entsprechend übernehmen. Und so bekommen Sie eben sehr schön gleich diese Matrix-Ansichten für die drei generischen Prozessrisiken und ihre entsprechende Mitigation über die Prozesskontrollen. Das war ein Praxisbeispiel, wie man sowas machen kann. Das funktioniert natürlich auch in jeder anderen BPN-Suite, die eine entsprechende Funktionalität hat, eben über diese GRC-Models, also Governance, Risk und Compliance-Module, bei denen wir an die jeweiligen Prozesse, die Prozessrisiken und die Kontrollen anheften können. Wie denken Sie jetzt über meine drei generischen Prozessrisiken? Schreiben Sie mir doch mal Ihre Gedanken gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch zu dem Thema. Und in diesem Sinne sehen wir uns herzlichst im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.